Hallo zusammen, der neue Videoblog handelt von einer weiteren Spielerei von mir. Ich spiele oft, wie man vielleicht merkt. Und zwar hatte ich mir kürzlich eine sogenannte Drohne gekauft. Das ist ein Fluggerät, welches mit 4 Propellern angetrieben wird und relativ kinderleicht zu bedienen ist, denn es hält sich von alleine in der Luft. Aber das Fliegen dann macht doch sehr viel Spaß. Und wie viel Spaß wir damit hatten, gerade bei der letzten Probe oder vor einer Probe, könnt ihr jetzt sehen. Eigentlich ist das hier kein Probenraum, sondern ein Testgelände für die Area 51. Und siehe dieses Fluggerät. Ich habe ein neues Handy und das liebe ich so sehr. Ich glaube, ich liebe es so sehr, noch mehr geht gar nicht mehr. Ohne dieses Handy wäre mein Alltag ziemlich leer. Ich glaube sogar, dass mein ganzes Leben sehr schwer wäre. Ja, Drohne ist glaube ich, ein Begriff, den jetzt gerade hauptsächlich beim Militär bekannt ist. Ich weiß auch nicht, warum die das so genannt haben. Im Großen und Ganzen ist das ein Quadrocopter, also eine Art Hubschrauber mit 4 Rotoren an allen Seiten. Und das Ding fliegt mit 2 Kameras. Das heißt, du hast eine Kamera vorne, du kannst sehen, wohin du fliegst. Du hast eine Kamera unten, also kannst auch die Entfernung sehen zum Boden mehr oder weniger. Und das Ganze wird über iPad oder iPhone gesteuert, wo du dann die Bilder empfangen kannst. Weil mein neues Handy auf dem Kühlschrank überwacht, habe ich schon lange keine Einkaufsliste mehr gemacht. Mein neues Handy weiß genau, wie ich mich gut ernähre, kennt meinen Vitaminbedarf und sagt, ich sei zu schwer. Kannst das Ding sogar mehr oder weniger fliegen, wenn du das Ding nicht, also wenn du den Quadrocopter nicht siehst. Mein neues Handy macht mein Leben zu und finde viel durch dieses Handy. Hoch und runter ist Höhe. Das ist natürlich für Anfänger so schwieriger. Weil man dann nicht mal das Ding kostet so knapp 300 Euro, wenn man es neu kauft. Aber ja. Es gibt Leute, die sammeln Briefmarken, es gibt Leute, die geben mir Geld für Klamotten aus. Und ich bin halt jemand, der sehr gern für technische Sachen sein Geld ausgibt. Okay. Und das ist jetzt die Indoor-Hülle. Es kontrolliert im ganzen Haus den Gas- und Stromverbrauch. Die Spielerei ist relativ begrenzt, das heißt, der Akku hält 10 bis 12 Minuten und da muss man den 1,5 Stunden aufladen. Aber ich habe extra 2 Akkus und mit 2 Akkus macht es dann schon mehr Spaß. 20 Minuten kurz austauschen und hat man ein bisschen Spaß. Mein neues Handy macht mein Leben zu dem Kinderspiel. Durch dieses Handy ist für mich der Weg allein. Das ist mein neues Handy macht mich zu einem völlig neuen Mann. Und es gibt nichts, was mein Handy noch nicht kann. Eine tolle Sache für jedermann. Man kann es drinnen und draußen verwenden. Das rundherum besticht. Nur telefonieren kann man damit leider nicht. Doch mein neues Handy ist trotzdem super toll. 0% Akku. Ich wüsste sowieso nicht, wen ich anrufen soll.